Hallo Leute und willkommen auch heute wieder zu einer kleinen Eilmeldung. Ja, in ungewohntem Aufzug, zum einen draußen, zum anderen ohne meinen Hut. Das liegt einfach daran, dass wir beinahe frühlingshaftes Wetter haben bei 15 Grad und ich es mir deswegen nicht nehmen lassen wollte, einen Spaziergang zu machen. Und in guter alter Tradition gehört eine kleine Eilmeldung dazu. Und ich habe gerade eben was gelesen, was wir zwar im Vlog schon angeteasert haben, und zwar im gestrigen Vlog, was aber nun über die Bühne gegangen ist, wie es so schön heißt, und zu handfesten Problemen führen wird in Zukunft. Denn wir können Senilus gratulieren, wir bürgen nun. Wofür bürgen wir diesmal? Ist ja nichts Neues. Die absurdistanische Ampel übernimmt ja gern das gesamte Risiko für alles Mögliche. Hatte die Muxelige auch nicht anders gemacht. Herstellerrisiko für gewisse Produkte und so weiter und so fort. Das ist ja mittlerweile schon ein bekanntes Phänomen in diesem Land. Nun garantieren wir aber auch noch einem Staat, der als korruptester auf dem europäischen Kontinent gilt, das nur so am Rande. Nun garantieren wir diesem Staat auch noch langfristige Sicherheit. Ach so. Also früher hat man sowas mal Vasallenvertrag genannt. Allerdings gab es da durchaus auch eine Gegenleistung. Für, da hat nämlich das größere Land dem kleineren Land Schutz gewährt. Das kleinere Land musste aber dementsprechend Abgaben und sonstige Gefälligkeiten erledigen. Heißt also, der Vasall musste dem schutzgewährenden Land den ein oder anderen Gefallen tun. Also es hat zum Abkommen gehört. Davon ist jetzt 2024 nicht mehr ganz so viel zu sehen, denn Absurdistan garantiert nun langfristige Unterstützung und Sicherheit für Vorderenskistan. Ach so, wir bürgen jetzt also, obwohl wir selber beinahe zahlungsunfähig sind, für ein Land, das bereits zahlungsunfähig ist und nur noch existiert, weil es sich mittels Bettelei über Wasser hält. Interessant. Das Ganze soll überbrücken die Zeit bis zur NATO-Aufnahme. Aha. Also die ist bisher noch nicht absehbar und das ist auch ganz gut so. Es ist nämlich eine schlechte Idee, wenn man sich in fremde Konflikte reinhängt. Aber ist hier im besten Absurdistan aller Zeiten mittlerweile völlig normal, nicht wahr? Das gehört ja hier fast zur Tagesordnung. Nun soll Absurdistan also garantieren, dass in Vorderenskistan alles so läuft, wie ich will, das gerne hätte. Und dafür sollen wir dann die entsprechenden Milliarden in die Hand nehmen. Bisher waren das ja Almosen, die gezahlt wurden. Vorderenski hat gebettelt und Absurdistan hat das Portemonnaie aufgemacht. Das wird sich damit aber nun ändern, denn leider sind diese Verträge ja auch schlecht einsehbar. Aber je nachdem, wie das nun drinnen steht, hat sich Absurdistan nun per Abkommen dazu verpflichtet, Zahlungen zu leisten. Heißt also, egal wie es hierzulande finanziell aussieht, im schlimmsten Fall müssen wir diese Abkommensvereinbarungen dennoch erfüllen. Ist also ein rabenschwarzer Tag für alle Netto-Steuerzahler hierzulande, die noch irgendwo für ihren eigenen Lebensunterhalt aufkommen. Ist es überraschend? Nee, ist es nicht. Ist genau das, was angebliche Verschwörungstheoretiker vermutet haben. Mister, ich will noch mehr, ist nun unterwegs nach Frankreich, da soll genauso weiter gebettelt werden. Oh, jetzt kommt ein Zug vorbei, das hatten wir in der Eilmeldung so hoch noch nicht. Schaut, da flitzt der ICE. Ihr seht einen ICE in freier Wildbahn. Der soll uns aber nicht davon abhalten, noch etwas Irrsinn zu besprechen. Kommen wir zurück zur Meldung. Vorderenski ist nun unterwegs nach Frankreich, möchte da ebenfalls ein gleiches Abkommen haben. Also der tanzt gleich auf mehreren Hochzeiten. Alle anderen sollen gefälligst für ihn da garantieren, für ihn bürgen. Und anschließend möchte er dann nach München weiter reisen. Na, herzlichen Glückwunsch. Unterm Strich wird es eine extrem teure Nummer für einen Konflikt, mit dem dieses Land, in dem ich gerade sitze, nichts zu tun hat und eigentlich auch nichts zu tun haben sollte, für das wir aber unsere eigene Wirtschaft in den Ruin treiben. Na, vielen Dank. Warum nenne ich das gerade Bürgschaft? Ganz einfach, unter einer Bürgschaft können sich viele was vorstellen. Habt ihr vielleicht noch so in Erinnerung die erste eigene Wohnung? Da wird ja dann doch oft mal danach gefragt, ob man denn einen Bürgen hat, um gegen Zahlungsausfälle abgesichert zu sein. Bei Studenten oder Azubis ist es ganz oft so. Heißt also, man muss jemanden benennen, der im Zweifel Mietrückstände, Zahlungen übernehmen kann. Wenn man den nicht hat, dann ist es mit der Wohnungssuche je nach Region gar nicht mal so einfach. Heißt aber, der Bürger übernimmt das volle Risiko. Bedeutet, wenn die Person, für die gebürgt wird, aus irgendeinem Grund ausfällt, dann ist der Bürger am Arsch. Und genau das haben wir nun auf bilateraler Ebene. Wenn Vorderenskistan aus irgendeinem Grund irgendwas will, dann muss Absurdistan für einspringen. Inwiefern man aus diesem Vertrag wieder rauskommt, schwer zu sagen. Dafür müsste das ja erstmal so richtig öffentlich sein, nicht wahr? Aber man hat das Pamphlet heute in die Kameras gehalten, mit einem fetten Grinsen verkündet, was für ein Fortschritt das doch wäre. Und will sich nun dafür einsetzen, den Konflikt zu beenden, aber nach seinen eigenen Bedingungen, nach fairen eigenen Bedingungen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also es ist doch ein Trauerspiel. Ist mir grundsätzlich ja vollkommen kackegal, wer sich mit wem, wann und wo bekriegt. Problem bekommen wir aber,
wenn verlangt würde, dass ich es zahle. Da habe ich nämlich keine Lust drauf und ich denke, die meisten von euch auch nicht. Und da wir uns nun mal in einer Situation befinden, wo sich dieses Land es auch nicht leisten kann, es geht nicht. Man kriegt nicht mal einen Haushalt zusammen, ohne dass man anschließend das Verfassungsgericht am Hacken hat, weil der Haushalt hochgradig verfassungswidrig war. In so einer Situation, da kann man für keine anderen Länder bürgen. Das wäre als normale Person undenkbar. So ein Bürger würde nicht angenommen werden im normalen Zivilrecht. Aber auf staatlicher Ebene ist das natürlich völlig in Ordnung. Da können wir nun für sämtliche Befindlichkeiten, die Mr. Ich will noch mehr haben könnte, da können wir jetzt in die Breschen springen. Glückwunsch! Aber unser Pendlerpauschale ist ja bereits auf PR-Feldzug, um gegen die Schuldenbremse zu werben. Ja, die kommt dann natürlich ungelegen, denn wenn wir jetzt das Risiko für Föderenskistan übernehmen, ja, da werden wir so einige neue Schulden aufnehmen müssen. Und haften dafür wird nicht Senilos. Das werden wir sein, das wird unsere Knete sein. Also an der Stelle vielen Dank, liebe Marodierung. So kriegt man es hin, ein Land in den Ruin zu treiben. Aber was soll ich euch dazu großartig sagen? Es ist genau das, was man erwartet hat. Und dann wundert sich diese Hampel, dass sie immer weniger Zustimmung, immer weniger Sympathien bekommt. Na, herzlichen Glückwunsch.